verwaltet. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Zugang gestattet. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Hellas-Tiefebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UAC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank.
Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Thank you.
Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann.
Ich habe Ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Zugang
gestattet. Gasleck versiegelt. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Temperatur steigt.